Pharmazie ist für mich Naturwissenschaft total. An der Grenzfläche zwischen Biologie, Chemie und Medizin. Das Faszinierende an Pharmazie ist für mich, dass wir Arzneistoffe so verändern und verpacken können, dass sie auf ihrer Reise durch den Körper bis hin zum Wirkort diese Reise unbeschadet überstehen. Pharmazie ist für mich die Grundlage, um Patienten möglichst effektiv behandeln und helfen zu können. Wir haben in der Pharmazie einen Staatsexamenstudiengang, das heißt insgesamt 8 Hochschulsemester. Das Grundstudium sind die ersten 4 Semester. Hier lernt man so die Basics, das heißt grundlegende Dinge von der Stoffchemie, aber auch von Arzneiformen und beispielsweise die Physiologie des Menschen. Daran anschließend ist das Hauptstudium, das sind weitere 4 Semester. Hier geht es dann ins Detail, das heißt, es wird vertieft von der Arzneistoffsynthese bis hin zur Entwicklung eines Arzneimittels und dessen Wirkung im Körper. Und danach schließt sich noch das praktische Jahr an, das ist außerhalb der Hochschule, und danach kann man dann die Approbation als Apothekerin oder als Apotheker erlangen. Also Studieninteressierten würde ich vor allem raten, Interesse an Naturwissenschaften zu haben, also gerade an den Fächern wie Chemie und Biologie. Da hilft ein gesundes Interesse und auch die eine oder andere gute Note, glaube ich, echt weiter. Sie sollten tatsächlich, ja, wie sagt man, resilient sein. Sie sollten sich durchbeißen können. Sie sollten auch nicht verzweifeln, wenn sie über längere Strecken sehr, sehr viel lernen und büffeln müssen für Klausuren etc. Die ersten 30% des Wirkstoffes innerhalb einer Stunde freigegeben. Unsere Lehrformate, das sind zum einen Vorlesungen. Gerade im Hauptstudium haben wir große Ringvorlesungen, wo sich wirklich auch mehrere Semester im Hörsaal dann mehrmals wöchentlich sehen. Daneben gibt es kleine Seminare als Einführungen ins Labor. Dann natürlich die Laborpraktika und Kurse. Das heißt also, in der Chemie, Biologie, Technologie hat jedes Fach sein Laborpraktikum, und es gibt dann auch vertiefende Kurse, kleine Seminare, zum Beispiel auch Seminare, wo man Patientenfallbeispiele bearbeitet. Und tatsächlich sind wir hier in Münster ganz besonders spezialisiert auf, ja, pflanzliche Wirkstoffe, pflanzliche Arzneistoffe, und dementsprechend ist es auch kein Wunder, dass wir einen so tollen Arzneipflanzengarten hier unser eigen nennen dürfen. Das Verhältnis zwischen Praxis und Theorie ist im Pharmaziestudium 1:1, würde ich sagen. Das ist ein Luxus im Pharmaziestudium, dass man wirklich eine kleine Semestergröße hat, dass es meistens 50 bis 70 Leute sind. Und dadurch kennt jeder jeden im Semester, und die Labore schweißen total zusammen, weil man eben zusammen dann die Versuche durchführen und die Protokolle abgeben muss und so weiter. Und was auch besonders schön ist, dadurch, dass das Pharmaziestudium eben so viele unterschiedliche Fächer beinhaltet, kommt es nie vor, dass einer alle Sachen gut kann oder einer überhaupt nichts gut kann, sondern jeder hat seine Stärken und Schwächen, und dadurch hilft natürlich auch jeder jedem dann. Die Pharmazie in Münster, das Besondere daran ist sicherlich, dass wir hier über einen der modernst ausgerüsteten Pharmaziestandorte verfügen. Wir haben ein noch immer ziemlich neues, großes Pharmaziegebäude mit modern ausgerüsteten Labors, bester Infrastruktur, sodass also auch die Rahmenbedingungen des Studiums hier in Münster besonders gut sind. Die Forschung ist vor allem hier an dem Standort Münster besonders gut durch die Pharmschool den Studierenden nahegebracht. Das ist ein Projekt, bei dem Studierenden des Hauptstudiums erstmals eigene Projekte sich ausdenken können und die dann in den verschiedenen Disziplinen, in den verschiedenen Instituten der Pharmazie umsetzen können. Also man kann sich zum Beispiel überlegen, ob man eine neue Formulierung für einen Arzneistoff herstellen möchte oder ob man eine Umfrage machen möchte in einem bestimmten Bereich. Und ich muss auch sagen, dass man ziemlich neugierig wird, bei manchen Projekten auch wirklich weiter daran zu arbeiten. Ich kann mir vorstellen, dass die ein oder andere Person dann doch zur Promotion überzeugt wurde dadurch. Das Pharmaziestudium bietet eigentlich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir haben ein breit angelegtes Studium, und wir können natürlich in die öffentliche Apotheke, das ist sicherlich ein ganz großer Bereich, aber auch die Industrie ist ein wichtiger Partner. Oft haben unsere Studierenden schon ganz konkrete Vorstellungen, in welche Bereiche sie in der Industrie wollen nach ihrem Studium.
Man kann als Klinikapothekerin oder Klinikapotheker auf Station gehen und dort Patienten mit betreuen, aber natürlich auch Behörden oder der Schulbetrieb, Berufsschulen sind Berufsfelder, in denen wir sehr gefragt sind. Also ich denke, wir haben nahezu Vollbeschäftigung in unserer Sparte und man kann dort dann wirklich seiner Neigung nach sich einen Beruf aussuchen.